Stell dir mal vor, dass der Hamas-Führer mir Brennpunkt-Fan ist und sich Ja. denkt, oh, einmal die 10 schaffen. Na, Einmal die heute 10. gehen wir auf ein Festival und dann Um geben Gottes wir nur eine Willen. neue, die Assis. Das wird, aber kannst du ja immer noch machen. Ja, so einen schönen Bademantel und einen Schal und Ja. Tun. Ja. Und einen Cognac dazu, der wärmt ja auch von innen, habe ich gehört. Einleitung. Was auch von innen wärmt, ist ein schöner Podcast. Ja. Ohren. Man merkt es vielleicht. Ich bin richtig quickfidel und auch quickwitted im Schädel. Ist auch früh 12:30, also das willst du erwarten. Es ist wirklich sehr, sehr früh. Ja. Aber es ist so ein schönes Gefühl, wenn man wach wird und direkt Tino in der Wohnung steht. Ja, so ist es doch. Also, ja, fast. Ich bin ja ein respektvoller, ich klingel ja immer erst. No, das ist aber nett. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die, glaube ich, in deine Wohnung eher so reinlaufen einfach, ne, so reinspazieren. Nein, das gibt es nicht, solche Menschen. Okay, gut. Hier ist immer abgeschlossen. Sehr gut. Ja, hallo Leute, na? Oh, das ist schön, dass ihr schon da seid. So früh am Morgen, das ist ja unfassbar. Und dann zum Freitag für uns, zum Sonntag für euch. Und letzte Woche war nicht. Und jetzt ist alles umso geiler. Hallo. Hallo. Ja, für euch bin ich jetzt schon 30. Ich kann es ja verraten, dass ich jetzt 30 werde. Am 12.11. Und ich werde jetzt in den Kreis der 30-Jährigen aufgenommen. Ich dachte ja mit Anfang 20, dass 30 halt voll alt ist und so. Und da will ich gar nicht, also ich will schon so alt werden, aber ich will irgendwie gar nicht dahin, weißt du. Kurt Cobain wollte nicht so alt werden. Nicht so richtig. Aber ich merke jetzt irgendwie so, es geht voll klar. Also ich finde 30 ist irgendwie voll akzeptabel. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es hat nur einen Nachteil, nämlich im Gay-Dating bist du mit 30 völlig raus. Oh oh. Weil alle suchen nur zwischen 20 und 30. Ah. Und dann bist du halt dann weg vom Fenster. Es ist, wie es ist. Das habe ich akzeptiert. Tja, da musst du jetzt einfach deine Sexualität ändern, Tino. Ist doch kein Problem. Ganz einfach. Ja, mach ich einfach so eine schöne Therapie. Ja. Dann bin ich wieder geheilt und bin nur noch heterosexuell. Ist doch super. Ja. Schön, Gratulation vorträglich. Also nee, vor also, und nachträglich. Ich, wenn heute dein Geburtstag für die Zuhörer ist und ich dir nicht gratuliere, das ist ja übelst asozial, weißt du? Stimmt, Inception-like, Alter. Ja. Ich habe jetzt irgendwie erfahren, in irgendeinem anderen Podcast ist es wohl jetzt doch Zeitreisen rückwärts gibt im Partikel, also in diesem, wie heißt es, Quantenbereich. Die haben nämlich einen Partikel irgendwie losgeschickt von A nach B. Und während es unterwegs war, haben die quasi nochmal den Weg geändert oder so. Und haben es erfolgreich quasi im Nachhinein gemacht, konnten also zurückreisen. Kann ich gerade nicht ganz verstehen, aber ich kann das bestätigen, dass Zeitreisen rückwärts möglich sind, weil mein Gehirn macht jeden Tag eine Zeitreise rückwärts. Im Gehirn geht das, aber ich merk's. Die haben halt ein Partikel gehabt und das von A nach B geschickt irgendwie, ne, haben es versendet und es hat irgendein Atom, irgendwie was hatte es mit sich. Und wenn es aber auf dem Weg war, haben sie es geschafft, rückwirkend dieses Item, was es mit hatte, zu ändern, ohne es aufzuhalten oder zurückzuholen. Wie soll das denn gehen? Ich habe es auch nicht komplett verstanden, aber es fand ich ganz spannend und es ist wohl der erste Weg zum Rückwärtsreisen. Na, zum Glück ist es nicht der dritte Weg. Nee, auf keinen Fall. Ja. Hallo Leute, übrigens ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet, wir sind endlich wieder da, nachdem Tinko sich genesen hat, weil letzte Woche ist ja ausgefallen. Ist wie es ist. Und es ist die 220. Folge, wir haben ja gesagt, wir machen ein Special zum 222. Stimmt, das Special heute ist ja quasi, dass ihr miterleben dürft, dass ich alt werde. Ja, dein Geburtstag ist, das quasi. Ist Special genug. Also, voll, voll. Das hatten wir ja schon mal, dass du zu einem Geburtstag auf meinem Sofa sitzt und Brennpunkt aufnimmst. Stimmt, ja, alles für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich finde auch, meine Stimme ist tiefer als sonst, weil ich schon so lange wach bin. Du hast schon so viel gesprochen heute und so viel gemacht. Es ist echt so hart. Ich bin um 5 eingeschlafen und vorhin klingelt, vor 2 Minuten basically, klingelt das, wie heißt das, die Gegensprechanlage, die Klingel. Alter, ich bin richtig gut dabei. Und dann denke ich so im Halbschlaf, oh, die Post ist da, es ist früh um 8, ich muss schnell dahin. Und dann, nee, es ist um 12. Tino, aber die Post geht ab, wenn ich da bin. Das stimmt. Also, schön, dass du da bist. Du hast aber eben im Vorfeld gesagt, du hast gar nicht so viele Themen. Und da merkt man, der Tino ist völlig in Geburtstagsvorbereitung. Es Mega. Ist doch so viel passiert. Sweet 16, weißt du, das ist halt der wichtigste Geburtstag im Leben, so die 16, die ich jetzt werde. Ja. Man muss sich viel vorbereiten. So, Tino, dann muss ich jetzt hier langsam mal mein Handy aufklappen und die 10% anreißen. Das heißt denn, das. Also erstens haben wir natürlich eine Woche nachzuholen, wo Dinge passiert sind. Also ein bisschen habe ich ja auch so Kleinkram, so ein bisschen, ne, Kleckerkram.
Ich würde mit einem großen Thema für mich beginnen. Ja. Nämlich die Beatles sind zurück. Hast du es mitbekommen? Nee. Ohne Scheiß, die Beatles haben einen neuen und wahrscheinlich auch den letzten Song rausgebracht. Und zwar heißt der Song Now and Then. Mhm. Klingt schon mal sehr konstruiert, ne, von wegen irgendwie die Geschichte der Beatles und so und letzte Single. Aber es ist wohl eine Demoaufnahme von John Lennon gewesen. Mhm. Und er hat die nur ganz crappy auf einem Demoband aufgenommen. Nur eine Spur mit Klavier und seinem Gesang quasi. Und Yoko Ono kam dann irgendwie schon... Oh, nee. Nee, die macht ja nicht mit, keine Sorge. Okay. Sie kam wohl schon 2003 oder 2004 schon auf die Beatles zu, auf die verbliebenen drei und sagte irgendwie, ich habe hier noch eine Demo von ihm, mach doch mal irgendwie was draus. Da haben sie im Studio versucht halt dazu noch irgendwie was einzuspielen und mitzusingen und so. Aber sie haben es nicht geschafft, die Stimme von dem Piano zu trennen, mhm, und konnten das irgendwie nicht richtig produzieren. Es lag halt einfach nur scheiße. Und haben aufgegeben. Ne? Und in der Zwischenzeit ist dann Ringo gestorben und dann dachten die sich so, geil, jetzt wo er weg ist, kommen wir ja, nee, Quatsch. Also er ist halt jetzt 25 Jahre später, ist jetzt die KI ganz groß geworden, ne? Wo du ja auch alles machen kannst. Du kannst Stimmen aus Songs raustrennen, du kannst Stimmen abändern. Ich habe übrigens aus Spaß gestern, als ich Langeweile hatte, habe ich Menopause-Frauen von Angela Merkel singen lassen. Okay. Nur so als Fun-Fact. Schön, warum schickst du mir das nicht? Weiß nicht, nicht so gut klang. Ich wollte es ja zeigen, aber ich schick's auch noch. Okay. Jedenfalls haben sie es jetzt geschafft, irgendwie durch KI tatsächlich die Stimme rauszutrennen und noch zu verbessern und haben halt jetzt den Song noch angepasst mit mehr Instrumenten, haben noch die Bridge rausgestrichen, weil die doch so schlecht klang. Weil so schlecht war. Der diese Leiche da, Alter, die Bridge. Tut mir leid, John. Das ist scheiße, das nehmen wir nicht. Und haben noch einen Teil dazu erfunden. Und so gibt es richtig Dokus bei YouTube, wo es aufgegriffen wird, so Vergleich, Demo und Aufnahme. Und haben dazu jetzt auch ein passendes Musikvideo veröffentlicht. Auch mit so, wie sie halt so die alten Beatles, die noch nicht lebend, reingeschnitten haben und so. Wie man es von Beatles kennt, sehr experimentell und so. Und sehr witzig gemacht. Dass quasi alle Beatles in der Reihe stehen, den Song singen. Und es ist schon sehr emotional und es ist ein guter Song, also ich finde ihn echt gut gemacht. Klar, es ist ein bisschen ein Experiment gewesen und sehr auch verfremdet irgendwie die ursprüngliche Demo, aber man muss dazu sagen, wer sich mit den Beatles auskennt, weiß ja, dass sie ja schon immer so hantiert haben. Die haben ja viel mit Recording auch experimentiert, ne? Und haben ja hier Number 9 und so Revolution. Das waren ja alles so Songs, die sehr experimentell waren. Und ich glaube, dass John Lennon das gefallen hätte. Sagt auch Paul McCartney, weil das einfach ein Experiment ist und cool klingt und so und ist auch nicht verhunzt worden. Ja, ich bin nicht der größte Fan von Beatles. Ich brauche dann eher John Lennon, aber ist okay. Ist auch okay. Deswegen, ich mache es nicht in die Playlist, weil ich habe einen anderen Song für heute, aber hört euch gerne von den Beatles Now and Then an, auch auf YouTube. Es ist echt zu empfehlen. Und eine schöne Geschichte dahinter. Ich habe auch einen Banger-Song, Alter. Habe ich von einer netten Dame empfohlen bekommen. Grüße gehen raus. Und die weiß jetzt schon, was es ist, weil der ist wirklich straight in mein Hirn eingedrungen. Nice. Aber das werde ich am Ende aufklären. Also, Tino, wir müssen trotzdem noch ein bisschen letzte Woche aufrollen. Und da war zum Beispiel Polizei Weimar. Mann überfällt McDonald's-Filiale mit Armbrust. Ich habe es noch gelesen. Großartig. Als wir auf der Halloween-Party waren, habe ich das gerade irgendwie gelesen. Also auf dem Rückweg wieder hin. Mhm. Und dachte, das ist ja echt eine krasse Geschichte. Wir haben ja so McDonald's hier außerhalb von Weimar quasi. Da muss wohl ein Mann mit einer Armbrust rein sein, um die zu überfallen. Was will er da holen? Also, ich glaube, der hat da im Vorfeld schon mal bestellt und dann war irgendwie der Burger kalt oder so. Da ist es verständlich. Muss das sein halt. Das, ne? Da muss da gerichtet werden. Das sage ich auch, weil ich das einmal live miterlebt habe. Es gab ja den Burger King in der Stadt mal. Mhm. Und da war, ich glaube, es war zum Zwiebelmarkt oder so, da war ein Mann, der auch einen Burger bestellt hat und der hat den dann bekommen, hat den angeguckt und schreit dann in dem Laden rum, der ist kalt! Und flackt den hinter die Theke. Das war großartig. Witzig. Ja. Performance-Kunst. Ja, Burger King. Also da war immer sehr leer, ne? Irgendwie, die hatten ja zwei Etagen. Ich meine, und oben saß jemand. Obwohl der mitten in der Stadt war, ne? Ja. Weil Burger King einfach Drecksfraß ist. Und ich gebe zu, als ich noch jugendlich war, so 13, 14, war ich Praktikant im Theater, da habe ich mir echt irgendwie öfter mal bei Pausen zwei Cheeseburger geholt und einen, was war's? Ein Kakao oder so, weiß ich nicht mehr. Und beim dritten Mal wusste halt schon der Verkäufer, was ich haben will. Ich kam rein, er nickt mir zu und macht mir das Essen fertig. Ich war schon Kunde dort. Oh. Und bin sie auch bis heute. Ich esse immer noch gelegentlich, nicht mehr so oft. Aber so einmal im Monat gehe ich doch zu Burger King irgendwie und hole mir einen veganen Burger. Okay, Tino. Ich versuche jetzt nicht auszuholen und dir die Kauleiste rauszuschlagen.
Nee, ist völlig in Ordnung. Aber was wir natürlich noch ansprechen müssen von letzter Woche, und ich will es gar nicht zu groß machen. Ist schon zu Ende, die Armbrustgeschichte? Naja, ist halt passiert. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Wahrscheinlich. Also einer ist vor letzter Woche, das habe ich vergessen. Genau, es ist ein bisschen Blut geflossen. Aber ich glaube, er war nicht erfolgreich. Ich glaube, er wurde irgendwie festgehalten und so. Und dann wurden die Cops gerufen. Dann ist er wohl abgehauen, der Täter. Also ist nichts weiter passiert. Das ist halt für mich wieder so eine Meldung gewesen, wo die Schlagzeile an sich schon Gag reicht ist. Reicht aus, ja. Und das reicht dann. So, das war eine Grundschulklasse erschossen dabei, aber es reicht mir aus, die Übersicht. Nein, ich meine, eine Überschrift, die du liest und dir dabei denkst, das ist ja großartig. Das kenne ich auch. Das gab es hier damals auch schon mal in Weimar, das habe ich bestimmt auch im Podcast schon vor 100 Folgen mal erwähnt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich kann die genaue Formulierung nicht, aber es war so eine Schlagzeile, NPD müsste das damals noch gewesen sein. NPD Parteimitglied wurde in der Nacht vom so und so vielten zum so und so vielten von einer Gruppe Jugendlichen mit einem Straßenschild verprügelt. Ja, und diese das Vorstellung, schon, ne? Dass die einfach so ein Stoppschild auf den einprügeln, einfach großartig. Tut mir leid. Tut mir leid für den Faschow, aber also wenn ihr von sowas Fan seid, es gibt ja auch so Instagram-Seiten, die heißen Perlen des Lokaljournalismus, mit so richtig witzigen Fehlern. Ja, letztens haben die einen gepostet mit irgendwie, dieses Bild bitte nicht posten irgendwie. Er Witwe möchte das Bild nicht veröffentlicht haben, als Markierer, sie haben es trotzdem abgedruckt, mit dem Bild ohne Überschrift quasi. Ja, wow. Oder auch so Lepergruppe löst sich auf. Oder so Flüchtlingskind am Klavier. Und dann halt irgendwie Flüchtlingskinder aus Afghanistan üben erste Anschläge und so. Also es ist schon echt Gold. Ja, obwohl das schon fast absichtlich wirkt mit Anschläge. Wer weiß, das kann sein. Ja. Na gut, eine große Sache, die nicht diese Woche, sondern die davor passiert ist, die wir ansprechen müssen, ist die Habeck-Ansprache, Tino. Ja, weil da ging ja ein Ruck durch Deutschland. Ja, das ist ja der Wahnsinn, wie ich mir die Kommentare durchlese und fast keiner ist da negativ, obwohl ja, also das waren ganz viele dabei, ich bin kein Grünen-Fan, ich bin kein Grünen-Wähler, aber das hat mich erstaunt. Ja, keine Aktie, aber. Das war auf jeden Fall auch eine gute Ansprache, aber das, also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, dass die Leute, die so ein fester Kern sind, die immer in den Kommentaren, ja, man kennt das ja auch bei diesen offiziellen YouTube-Channeln und auch auf, Tagesschau oder so, sind auch immer mal so die Anti-Leute dabei, die immer Anti sind, aber die hat man da einfach gar nicht gesehen. Weil manchmal können die Leute machen, was sie wollen, ne? Irgendwie gibt es immer so ein Flashback. Es gab es bei Habeck durchaus schon, also es gab auch so Sachen wie, ach, jetzt auf einmal, wir haben schon immer gesagt, dass wir abschieben wollen und so jetzt AfD wirkt, das gab es schon irgendwie. Aber die Rede an sich fand ich auch gut so. Also ich fand auch, wie er so gesprochen hat und seinen Duktus so, das war schon sehr würdevoll. Hätte ich mir von Olaf Scholz eher gewünscht. Aber der war anderweitig beschäftigt, da kommen wir auch gleich noch zu. Er hat sich verlaufen auf dem roten Teppich. Aber nee, was ich meine ist, ich bin trotzdem kein Fan von großen Abschiebewellen. Also ich bin ja doch dann links genug zu sagen, dass man Menschen niemals, niemals abschieben sollte, wenn es halt, wenn die halt nicht sicher sind in ihrer Heimat. Ich finde, man sollte Menschen immer vor Ort bestrafen, wo sie Straftaten begangen haben. Ich weiß ja auch, dass es Menschen gibt, die geflüchtet sind, die irgendwie Straftaten begehen, klar. Aber wieso sollst du den zurück nach Afghanistan führen, wenn es in der Scheiße ging? Du kannst trotzdem menschlich bleiben und sagen, ey, du hast hier geklaut, du hast sonst was gemacht, dann kommst du halt in den Knast und wirst resozialisiert. Ich finde das interessant, dass du sehr direkt in diese Richtung gehst, weil ich fand, das war gar nicht so der große Teil dieser Ansprache. Aber es war ja Teil des. Es war wahrscheinlich das, was bei dir am meisten Impact hat, weil plötzlich jemand irgendwie davon redet, der nicht AfD ist. Aber das habe ich das Gefühl, passiert in den letzten 2 Monaten eh öfter sehr jetzt, viel mehr. Und lass das mal ganz kurz noch hinten anschieben, weil da können wir im Kontext von was anderem später drüber reden. Ich würde dann erstmal kurz ein bisschen über Larifari-Sachen reden, damit wir nicht gleich wieder so schwer werden. Ich wollte, die Habeck-Ansprache war halt letzte Woche, das, was ich dann noch ansprechen will, wär diese Woche. Aber lass dann erstmal ein bisschen nochmal Luft da reinlassen. Und viele Leute haben gesagt, oh, guck doch mal, wie kanzlerisch, habe ich auch viel gelesen. Das ist natürlich mit einer Rede nicht irgendwie getan, aber ja, was zeigt so viel Besseres fällt mir gerade nicht ein. Ja, aber es zeigt ja, dass er prinzipiell das Zeug dazu hat. Ne? Ich meine, wenn man hier Laschet sich angeguckt hat und so, das war alles, das ist doch so ein Typ, der traust doch eine Kanzlerschaft nicht zu.
Aber so, aber was Habeck da gezeigt hat, da denkst du, okay, der hat eine gewisse Würde und so ein Standing, er hätte das Zeug dazu, aber er hat halt noch nicht die richtigen Tools oder die Möglichkeiten gehabt, es zu werden. Ja, hätte nur noch gefehlt, dass Habeck sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, um diesen kleinen Exkurs in die letzte Woche nochmal zu machen. Mhm. Hast du mitbekommen? Nee. Gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Boris Pistorius, wir müssen kriegstüchtig werden. Ach so, werden. Doch, ja, klar. Der Mentalitätswechsel und mehr Wehrhaftigkeit. Deutschland müsse sich an den Gedanken eines Krieges in Europa gewöhnen. Der Verteidigungsminister ist das genau und der will halt wieder, dass wir wehrfähig werden. Ja, das hat auch so, ein bisschen Bubbern in Deutschland ausgelöst. Aber was ist, wenn sie die Wehrpflicht wieder einführen? Das kann ja sein. Wurde ja nicht abgeschafft, wurde ja nur ausgesetzt. Mhm. Das hat zu Gutenberg von der CSU damals umgesetzt. Die Frage ist ja, sind wir jetzt fein raus als via Ü30? Wir sind jetzt gebrechlich, Tino, wir können nicht mehr. Ja. Wobei, also Tom Hanks bei Soldat James Ryan, der ist auch relativ alt und ist ein praktizierender Lehrer, aber wenn dann hier die Action... Nee, aber ich meine jetzt die Wehrpflicht, ne? Ich meine, es werden ja nur die erstmal eingezogen in einem gewissen Alter, glaube ich, ne? Die kommen auch dann zur Musterung, wenn die so, weiß nicht, 18, 19 sind, kommen die zur Musterung und müssen dann Dings machen. Gibt's ja nicht mehr. Die Frage ist, werden die jetzt auch noch rückwirkend die Leute holen oder halt nicht? Ich hoffe nicht. Wär auch dumm. Da renne ich weg. Ja. Also es ist ja auch schon Krieg in Europa, deswegen ist es ein bisschen komisch formuliert, finde ich. Mhm. Man muss sich an den Gedanken von Krieg in Europa gewöhnen, ist halt da. Aber es gibt durchaus Brandherde, auch dieses ganze Israel-Ding. Ich will jetzt Leute nicht hier schon wieder vom Hocker fallen lassen, aber also was da sich zusammenbrodelt, ne? Mit der Iran macht von hier und die USA machen von da und es ist alles und jetzt steigen wir ein und wenn an der Grenze was passiert, dann sind wir aber auch dabei. Wer war das schon wieder irgendwie? Jordanien? Nee, wer war denn das schon wieder? Also ganz, ganz, ganz interessant. Ja? Mhm. Also die Leute haben zu viel Langeweile, möchte ich damit sagen. Ja, und hauen sich mal wieder vorn Dez. Ja. Die Spannung hat gefehlt die letzten Jahre. Er hat eine längere Zeit keine Kriege, vor allem nicht in Europa so. Das heißt keine Kriege, aber es war ja relativ friedlich so im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten. Du musst es aber mal so sehen. Wir haben so eine weltweite Zuschauerschaft und die sind halt einfach sehr ambitioniert, uns mal eine 10 zu besorgen. Wahrscheinlich. Und das kann möchte sein, ich mich bedanken. Ich stell mir vor, dass der Hamas-Führer mir Brennpunkt-Fan ist und sich denkt, oh, einmal die 10 schaffen. Na, heute gehen wir auf ein Festival und dann geben sie nur eine 9, die Assis. Dann schalt lieber ab, Alter. Scheiß Hamas-Typ. Ja. Gut, das war ganz toll jetzt. Und dann haben wir noch eine Sache aus Amerika von letzter Woche, die ich mal ganz kurz ansprechen wollte, weil es einfach interesting as fuck ist. Jetzt kriege ich hier schon wieder einen Anruf von einer Privatnummer. Fick dich! Komm mal ran. Nein. da ist eine Frau, Abigail Zwirner aus Virginia, hat einen 40 Millionen Lawsuit, ich glaube mittlerweile sogar gewonnen. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Egal. Man muss bei Lawsuit immer an irgendwelche Anzüge denken. Ich habe einen Lawsuit, 40 Millionen. Ja, aber Lawsuit, das klingt für mich so geil, deswegen sage ich das immer. Die wurde von einem 6-Jährigen angeschossen. Das ist einfach Amerika, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Das ist großartig. Und kriegt höchstwahrscheinlich jetzt, oder hat das bekommen, weil ich habe nicht nochmal nachgeguckt, ob es jetzt aktuell ist. Aber wird damit recht bekommen, weil dieses Kind... irgendwie im Vorfeld hieß es schon, das ist verhaltensauffällig und das ist gefährlich und wir müssten eigentlich was machen und sie hat das gemeldet, aber nichts ist passiert und dann wird sie halt einfach angeschossen von so einem 6-Jährigen. Das ist großartig einfach. Vom Taschengeld abgezogen, würde ich mal sagen. Ja. Wo wir gerade noch bei den Hamas waren, das wollte ich nämlich noch erwähnen. Es gibt den Hamas Sanctions Bill in Amerika, der durchgewunken wurde. Es klingt ja erstmal wie ein No-Brainer, wenn man so hört, wir wollen jetzt die Hamas sanktionieren. Das ist wie, wenn Deutschland sagt, die Hamas sind übrigens Terrororganisationen. Wir halten das nochmal fest, damit wir alle wissen. Aber da in diesem Bill war ein kleiner Teil, der sich auf den Iran bezogen hat. Und da steht drin, dass die Amerikaner sich verpflichten, alles erdenklich Mögliche zu tun, damit der Iran keine Atombombe bekommt. Und das ist halt so eine Formulierung, das kann halt alles bedeuten. So, wie wir machen atomaren First Strike auf die, damit das nicht passiert. Müssen weggehen, ja. Lassen sie alle Möglichkeiten quasi offen. Ja. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ein bisschen heikel ist. Aber ich verstehe es auch, weil da im Nahen Osten, da passieren so schlimme Dinge, wie zum Beispiel Spider-Man 2, das beschnitten wird für Saudi-Arabien.
Also er ist beschnitten worden, der Spider-Man, mhm, dort. Die Vorhaut ist ab. Ja. Die Vorhaut hat aus LGBTQ-Leuten bestanden. Mhm. Die haben sie abgetrennt. Mhm. Und damit sie noch ein bisschen extra Einkommen haben können in Saudi-Arabien. Weil das ist wichtiger als so ein bisschen, weiß ich nicht, für Werte stehen oder so. Und das senkt das HIV-Risiko, wenn man beschnitten ist. Soll kein Argument sein, aber... Ist das so? Das ist so, ja. Warum? Weil dann einfach weniger Fläche da ist. Weißt du, das ist doch schon wieder Propaganda von irgendwelchen... Nee, es ist so. Also man empfiehlt auf jeden Fall nicht, sich zu beschneiden lassen aus Spaß, so, weil es kann trotzdem irgendwie gefährlich sein und das Gefühl wird ein bisschen weniger. Ich hatte gestern ungeschützten Sex, ich schneide mir schnell die Vorhaut ab. Nee, das kann jetzt nicht nachher verhindern, aber wenn du halt beschnitten bist, bist du weniger anfällig für HIV. Na gut. Das ist aber kein Grund, das zu machen, also wirklich nicht. Spider-Man 2 ist ein Videospiel, was gerade rausgekommen ist von Insomniac Games, ein lang ersehnter Titel. Der hat in den ersten 24 Stunden 2,5 Millionen Kopien verkauft, das ist sehr viel. Mhm. Ist sogar, glaube ich, auch PlayStation-exklusiv, was es noch viel mehr macht. Mhm. Weil, ne, du kannst es nur auf einer Konsole, nicht auf allen. Und da gibt es halt... die ein oder andere homoerotische Szene oder Andeutung oder Fahne auch im Hintergrund, die Entwickler halt da reingemacht haben. Jetzt muss man natürlich sagen, die Writer von dem Spiel sind wahrscheinlich andere Leute als die letztendlich die Entscheidung treffen, das zu beschneiden. Aber es ist halt trotzdem dumm. Weißt du, du machst das rein und sagst so, yo, wir finden das cool. Und dann so, aber der Markt von Saudi-Arabien, dieses Geld hätten wir auch schon gerne. Dann nehmen wir das halt wieder raus. Das ist schwierig. Auf der einen Seite willst du ja, also wäre ich als jemand, der ein Spiel entwickelt, der Meinung, entweder ihr nehmt oder ihr nehmt es halt nicht, so wie es ist. Ne? Ich will keine Zensur haben. Auf der anderen Seite willst du ja, hat es wirtschaftliche Gründe zu sagen, wir ändern das für den Markt ein bisschen. Und auch die Menschen, die halt Spider-Man-Fans sind, kommen in den Genuss des Spiels und die dürften es ja nicht spielen, wenn die es irgendwie nicht beschneiden würden. Ne? Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Pferd. Das ist für mich ist das einfach nur scheiße. Es ist auch scheiße. Also jetzt kein großes Thema für mich, dass es mich voll mitnimmt, weil das passiert sehr viel. Das ist halt jetzt eins der größeren Titel, der besteht, wo das halt groß diskutiert wurde. Aber das passiert tagtäglich, dass sowas beschnitten wird. Aber es ist halt einfach dumm. Ja, das ist und ja das ist einfach nur auch hier, ja, Herr Rodes kriegt schon wieder Pulsader, aber das ist halt auch einfach nur Schuld des Kapitalismus. Ja, ja. Sehe ich genauso. Der einzige Grund, warum er da nicht ein bisschen integer ist, ist, dass irgendjemand oben in der Firma von Sony oder in Insomniac, ich weiß gar nicht, wer dann, also es ist ja ein PlayStation-exklusives Ding, deswegen kann es auch von Sony ausgehen, dass irgendjemand sagt, nee, wir können auf diesen Markt nicht verzichten und so viele, das werden auch nicht so viele kaufen in fucking Saudi-Arabien. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die da in ihre Teppiche gewickelt durch die Stadt schwingen. Das kann schon sein. Ja, aber was ich gerade noch sagen wollte ist, dass das ja auch wieder eine Form des Aufzwingens ist. Das heißt ja immer irgendwie von oben herab gäbe es ja diese ganzen queeren Themen und Diversität und so und die werden, aber stimmt ja nicht, die Firmen schalten ja selbstständig von sich aus, dass sie Spiele rausbringen wollen, die halt ein bisschen diverser sind. Und erst dann, wie in Russland, China und so und jetzt Saudi-Arabien, wenn die jetzt anfangen, Spiele, die fertig sind, zu beschneiden aufgrund dessen, das ist ja eher von oben herab das im Herz zwingen und das rausnehmen. Das ist ja das Gegenteil davon. Der Rest ist ja einfach nur Freiheit der Leute, die Spiele entwickeln. Ja, es wäre schön, wenn die einfach das mal so lassen würden und vielleicht kriegt ja jemand aus Saudi-Arabien das Spiel trotzdem in die Finger, wie wir hier auch mal aus Österreich manchmal beschnittene Spiele, also gewalttätig beschnittene Spiele, bekommen und dann sieht er das und denkt sich dann, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Was soll auch passieren? Also ich weiß nicht, die Menschen denken immer, wenn die Regenbogenfahnen verbieten, dann gibt es keine Schwulen dort, aber das ist doch Quatsch. Nee, das ist schlecht. Ja. Ich glaube, das war auch der neue Sprecher im amerikanischen House of Representatives, der homosexuellen Sex verbieten will. Nicht nur die Homo-Ehe, sondern ich glaube, das war der. Ich möchte es jetzt nicht falsch sagen. Deswegen kommen wir ganz schnell zu was anderem, wo ich mehr weiß. Nämlich die Cum-Ex-Affäre. Das war auch nochmal in aller Munde erst letzte Woche, jetzt diese Woche. Und zwar im Hamburger Untersuchungsausschuss zur sogenannten Cum-Ex-Affäre sind laut einem Medienbericht zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden. Bla 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 bla. Oh. Großes Ding. Die sind jetzt aufgetaucht in irgendeinem anderen, also die sind von da verschwunden, wo sie gelagert waren, sind in irgendeinem anderen, in irgendeiner Abstellkammer aufgetaucht. Also es war irgendwie alles so nicht ganz koscher. Bei Olaf Scholz zu Hause quasi im Keller. Ja.
Ganz koscher ist auch ein gutes Stichwort, weil dieses Gel-Opharim-Scheiße ist gerade auch wieder am passieren, weil da irgendwie so ein Gerichtsverfahren gerade läuft. Das war und der jüdische Musiker, der vorgab, bei einem Hotel irgendwie antisemitisch beleidigt worden zu sein, soll seinen Davidstern abnehmen und so, ja, wo es aber keine Beweise gibt. Ist ein interessantes Timing, ne, dass das jetzt gerade vor Gericht, also jetzt gerade in der politischen Debatte überall, wir müssen dafür sorgen, dass Juden geschützt werden und so und gleichzeitig, also ne, das ist nichts Schlimmes, das ist einfach nur ein bisschen ironisch, gleichzeitig steht da jemand vor Gericht, der seinen Judenstatus frecherweise ausgenutzt hat. Sag ich haben mal. Könnte, man weiß es ja noch nicht. Naja, also gab es da nicht die Überwachungskameras, die halt zeigen, dass der gar nicht diesen Stern anhatte oder so? Man hat zumindest nicht gesehen, ne? Wie dem auch sei, das ist gerade in aller Munde, weil die Zeugen ihm nämlich widersprechen vor Gericht. So, und sagen, stimmt, dass er vorher schon damit angedroht hat, er würde ein virales Video machen und so. Aber muss man ihm auch lassen. Guter Influencer, wenn er das heraufbeschwören kann, wenn er möchte. Ja, es ist, der weiß, das Klickvieh zu nutzen. Das ist echt ein Kacke, ne? Und es ist ja auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die halt wirklich antisemitisch irgendwie diskriminiert werden. Das darf man nicht vergessen, weil das sinkt nämlich die Glaubwürdigkeit der Leute, die halt wirklich Probleme kriegen mit Menschen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Da könnten wir doch mal sagen, was wir in Deutschland wollen oder nicht wollen. Ich lese jetzt mal etwas vor, Tino, und du sagst, ob du das unterschreiben möchtest. Das hat ein Zuhörer uns geschickt und das ist eine feurige Brandrede, die ich jetzt halte. Pass auf, folgendermaßen. Für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Für uns gibt es keine Ungläubigen. Jeder kann glauben, was er will, gern auch an den Weihnachtsmann. Ja. Wer unsere Verfassung, und unsere Rechtsordnung für eine Ansammlung unverbindlicher Ratschläge hält, sollte Deutschland möglichst schnell verlassen. Schade, dass du drauf kommst, bevor ich diesen dritten Punkt hier vorgelesen habe. Wie gibt es so ein paar Punkte wie Punkt 37 und so, die richtig, richtig awkward sind. Wer bei uns dauerhaft leben möchte, muss Deutsch lernen. Nur wenn wir dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir uns. Naja, also ich finde auf jeden Fall, wäre es wichtig, dass wir mehr Integrationskurse haben und es mehr anbieten. Aber so, es gab ja durchaus auch Beschlüsse von irgendwelchen CDU, AfD, die auch Migrationskurse wieder gestrichen haben. Und so, und dann wundern die sich, dass wir jetzt so wenig integrierte Leute hier haben. Also die Bild hat ein Manifest verfasst, wie auch Farin Urlaub schon besang. Und es sind 50 Punkte. Unter anderem auch, wir vermummen oder verhüllen uns nicht. Wir schauen uns ins Gesicht. Es sei denn, es ist Karneval oder Corona. Ja, dann ist wieder hier Ausnahme, ne? Wenn wir Lust haben, wir Deutschen, ne, setzen wir uns eine Maske auf und haben Bock hier irgendwie an Fasching irgendwie Frauen anzukrapschen, an Arsch und so. Mhm. Aber wenn du hier aus religiösen Gründen dich hier verschleierst, das geht überhaupt nicht. Punkt 9. Bitte recht freundlich. Wir sagen bitte und danke. Das musst du mir überlegen, so neben Grundmenschenrechten. Wir sagen bitte und danke. Als würden das alle Deutschen machen. So ein Quatsch, ey. Ich arbeite mit Menschen, das ist nicht der Fall. Wir geben uns zur Begrüßung oder zum Abschied gern die Hand. Nee, gar kein Bock. Also nochmal kurz eingegrätscht, falls das nicht rüberkam, die Bild, ne? Die Bild steht halt für auch, wie sagt man, Anstand. Ja, wir geben uns die Hand und die Bild ist die anständigste Mediengestaltungs-Halsmaul. Wir verstehen die Polizei als Freund und Helfer, nicht als Repressionsapparat oder als Feind, als Gegner. Lach ich nur ganz kurz. Lach. 12. Viele Deutsche essen Schweinefleisch. Es gibt bei uns übrigens fast 10 Millionen Vegetarier und Veganer. Freiheit geht auch durch den Magen. Weitgehend. Ja, ist doch schön. Guck doch mal, die Bild. Männer dürfen Männer lieben und Frauen Frauen. Wer damit ein Problem hat, ist selbst das Problem. Ja, das ist ja klar. Das ist ja irgendwie wie Wasser ist nass. Da spricht dir die Bild aus der Seele. Naja, gelegentlich. Ja im okay. Im Schwimmbad tragen Frauen Bikini oder Badeanzug. Und wer gern nackt in der Ostsee baden möchte, auch okay. Alle sollen nackt baden, natürlich. Und warum ist es so auf Frauen gemünzt? Warum schreiben die auch dazu, Männer tragen Badehosen? Alles Quatsch, das ist alles Quatsch. 25. Wir verwenden Böller nur zu Silvester, also wenn es erlaubt ist. Naja, also weiß ja nicht, wer da jetzt am häufigsten auffällt. Ne? Da müssen wir in Kriminalstatistiken raussuchen, wer am meisten noch rumböllert und so weiter. Wir verbrennen keine Flaggen von Staaten, die wir nicht leiden können. Das ist ein Straftatbestand. Und an dieser Stelle möchte ich mal reinkrätschen, weil das Land of Glory in Amerika, was ja mein Leidensthema ist, ne? Da ist das auch so ein Ding mit Flagge verbrennen. Und ich finde, wir sollten das hier so haben
Mit Meinungsfreiheit. Also ich weiß, dass das gerade jetzt halt ein sehr schwieriges Thema ist, weil Israel-Palästina-Konflikt ist halt wirklich ein sehr kontroverses Thema. Aber allgemein, wenn man es mal davon loslöst, finde ich, Flaggen verbrennen, wenn das deine eigene ist, ist das dein gutes Recht. Weil das für mich einfach ein Ausdruck von Meinungsfreiheit Wenn es die eigene ist, das stimmt. Also nicht die eigene Flagge, die dich repräsentiert, ach so, sondern die eigene Flagge, die du besitzt. Ah. Also ich finde es halt einfach ein bisschen lächerlich, wenn du etwas verbrennst. Ich weiß, dass es nicht cool ist für die Leute, die das sehen. Ich bin auch gemischt. Ich weiß, dass es absolut nicht cool ist und dass es jetzt, wenn man irgendwie eine Israel-Flagge verbrennt, dass es richtig scheiße ist. Ja? Da gehe ich mit. Aber wie gesagt, das mal losgelöst davon, ausgeklammert, da ist jetzt jemand, der irgendwie Frankreich scheiße findet und entscheidet sich, eine französische Flagge zu verbrennen. So be it. Also, das ist einfach nur ein Stück Stoff, was da aber es symbolisiert ja schon irgendwie. Natürlich symbolisiert es was, aber das ist Meinungsfreiheit, finde ich. Naja, weiß ich nicht. Es gibt auch die Volksverhetzung, die ja nicht erlaubt ist. Ja, das würde dann sich ja vielleicht so ein bisschen auskennen. Wenn man jetzt halt einen Davidstern auf einer Flagge verbrennt, ist das vielleicht was anderes als ich verbrenne. Es ist Fußball-WM und ich bin sauer wegen. Also, ich mache das auch nicht, aber ich finde das halt nicht so schlimm. Ja. Also ich tendiere eher dazu, es nicht zu machen. Ja, ich ja auch nicht. Aber auch ich finde es okay, dass man das diskutiert, weil auch wenn Frankreich jetzt zur WM gewinnt, warum muss er die Fahne verbrennen, Adam? Er muss nicht, aber das sage ich ja. Er muss das nicht, ich würde es auch nicht, aber ich finde, das tut keinem weh und er kann das ruhig machen. Das ist eine Ausdruck von Meinungsfreiheit. Es kann schon irgendwie Nationalstolz verletzen von irgendwelchen... Ja, aber dann ist das so. Ach, ich bin da gemischt. Ist auch gar nicht so ein schlimmes Thema, dass ich dich da jetzt überzeugen muss von. Aber ich bin auch nicht ganz entschieden. Es gibt so wahrscheinlich Pro und Contra. Weiß ich nicht, ist nicht ganz mein Thema vielleicht. 29. Wollen wir es durchgehen? Ich finde es spannend, ich finde es lustig. 29. Man muss keine Jungfrau sein, um zu heiraten. Nee, das sowieso nicht. 28. Wir Frauen, die fremdgehen, werden nicht verstoßen und schon gar nicht verprügelt oder gar gesteinigt. Bei einer Scheidung gilt für das Kind das gemeinsame Sorgerecht. Es ist egal, wer das Scheitern der Ehe verursacht hat. Ja, Grundgesetz halt, ja. Wir verheiraten keine Kinder und auch Männer nicht mit mehr als einer Frau. Letzteres finde ich ein bisschen schade. Ich bin schon für die Poly-Ehe. Jetzt nicht. Aha, aber Flaggen verbrennen nicht. Hä? Ja, aber Brokkoli mögen. Wo ist da jetzt die Verbindung? Weiß ich nicht. Ja. Ich finde es okay, wenn Menschen theoretisch auch nichts dagegen, aber ist, glaube ich, rein gesetzlich vielleicht ein bisschen schwierig, weil verheiratete Leute ja doch den einen oder anderen Vorteil genießen, soweit ich weiß. Und wenn du dann mehrere hast, kannst du vielleicht Rabatte sammeln, so wie Gutscheincodes, weißt du, und irgendwann zahlst du dann gar nichts mehr. Irgendwann kriegst du dann Geld, wenn du 20 Frauen hast. Nee, das muss ja dann geregelt werden. Aber ich finde es, wenn alle freiwillig heiraten, finde ich das voll in Ordnung. So als Bedarfsgemeinschaft und man übernimmt Verantwortung miteinander, finde ich gar nicht so schlecht. Alter, das ist so dämlich, wie hier so random Sachen dazwischen sind. Deutschland ist ein Land der Griller. Nach einem Picknick im Park nehmen wir unseren Müll wieder mit. Das ist so ein Bullshit, Alter. Das ist, als würden nur Menschen, die hier migriert sind, Müll hinterlassen. Ich weiß nicht. Also es gab so viele auch Fake-Bilder noch 2016 und 17 und so und 15, als die Flüchtlingswelle, wo das so krass war, von irgendwelchen hier, so sieht's aus, vor Asylantenheimen und so. Da waren das einfach nur Bilder von irgendwelchen Musikfestivals, wo nicht aufgeräumt worden ist. Das ist ein Problem von allen Menschen, also Bild halt die Schnauze. Das ist auf jeden Fall kein Migrationsproblem. Ja, aber das sagen sie ja nicht, das implizieren sie nur. Eben, das auf die reicht ja aus. Bezieht. Ja. Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche. Das klingt auch gefährlich. Oh. Also wenn man so ein Messer, also so ein typisches Küchenmesser in der Hosentasche hat, ist gefährlich. Da gab es mal, als ich noch in Nordhausen gewohnt habe, da gab es auch einen Fall von, dass eine Frau mit einem Messer niedergestochen worden ist und der Täter war noch flüchtig. Da hat jemand bei Facebook kommentiert, das muss ein Ausländer gewesen sein. Da habe ich geschrieben, warum? Da meinte er, bei Deutschen ist es verboten, Messer mit sich zu führen. Da habe ich gesagt, das ist sehr logisch. Wenn du Richter wirst, kannst du alle freisprechen, weil es kann kein Mord gewesen sein, weil Mord ist ja verboten. Ja. Das gibt's gar nicht. 39. Wir machen in Bussen und Bahnen den Platz frei für ältere Menschen mit Behinderung. Ja. Ältere und Menschen mit Behinderung. Ja, ja. Das ist irgendwie so random dazwischen. Prost Deutschland, hierzulande gehören Bier und Wein zur Kultur. Das sollte man respektieren und wer nicht trinken will, der lässt es. Das hat ja auch niemand widersprochen, aber okay. Wie lang oder kurz der Rock ist, entscheidet allein die Frau, die ihn trägt. Ja, und der Mann, der den Rock trägt oder die nicht-binäre Person? Nein, die Frau. Toll. So, wer es nicht erträgt, dass Politiker, Showstars, Götter oder Propheten karikiert werden, ist in Deutschland nicht richtig. Naja, man kann schon, ja.
Ehre bedeutet nicht das Recht des Stärkeren. Ja. Das finde ich auch witzig. Versuchen ist ja groß, die Umwelt zu schützen, Ressourcen zu schonen, noch Nachhaltigkeit ist Zukunft. 45, das ist ja wohl die Frechheit. In den sozialen Netzwerken sind Respekt und Wertschätzung genauso selbstverständlich wie im Supermarkt oder auf dem Amt. Jetzt geh doch mal zu Facebook unter irgendeinem Beitrag zum Thema Queerness oder Flüchtlinge oder Islam. Da hast du nur welche Karl-Heinz Uwes, die halt volksverhetzenden Scheiß posten. Das sehe ich, lese ich fast, also ganz, ganz selten mal Leute, die irgendwie Mohammed heißen und die weiß ich nicht. Das ist ja auch Quatsch. Da müssen sie Deutsche zuerst abschieben. Wirklich. Deutschland hat ein Herz für Kinder. Sie werden nicht geschlagen, sondern gefördert. Da frag mal deine Eltern, wie erzogen worden sind. Bei uns dürfen Jungen und Mädchen gemeinsam auf Klassenfahrt in Sport- und Schwimmunterricht. Wir lieben das Leben und nicht den Tod. Ja. Toll. Ganz großartig. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Gibt für mich den Fail der Woche. Das ist so... Der letzten Woche leider. Aber ja. Weiß nicht, gerade mit diesem Implizieren von irgendwie... Das ist ja irgendwie, wer hierher kommt, muss ja auch an die Regeln halten. Ja. Nee, liebe Bild, alle sollten das tun. Oh fuck, wir müssen echt ein bisschen ranziehen, weil ich sehe gerade, ich habe noch so viele Sachen, die halt auch diese Woche passiert sind. Also eine 30-jährige Jüdin in ihrer Wohnung angestochen. Es war ganz komisch formuliert, in dem Artikel stand erstochen, aber sie hat überlebt. Und dann wurde ein Hakenkreuz an ihre Tür gemacht, also ist nicht nur ein deutsches Problem gerade. Aber Frankreich, dass sich Frankreich dem Hakenkreuz annähert, finde ich sehr interessant. Ja. Also irgendwie jahrelang ja nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten und jetzt kommen die an und wollen irgendwie, ach bitte habt uns lieb. Och, die haben Faschos. So, Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Kind befreit. Was gab es auch? Da ist ein Mann mit seinem Kind irgendwie durch diese Absperrung, also nicht Absperrung, durch diese, weißt das, Schranke gefahren am Flughafen, hat irgendwie mit Zeug rumgeschmissen und so. Ich kann dir genau sagen, was passiert ist. Okay. Der ist da reingefahren und wollte, der ist eigentlich von der letzten Generation und wollte da einen Stau verursachen. Ah. Ja. Und dann hat er aber gemerkt, dass sie gerade in der Kritik stehen, weil die auch so pro Gaza, pro Palästina, aber in Deutschland übrigens nicht. Also ich weiß, die haben sich distanziert davon. Aber mach mein Narrativ nicht kaputt, okay. Tino. Und dann hat er gesehen, oh, das ist peinlich. Israel ist ein richtig schlimmes Thema. Ich muss das schnell ändern. Die dürfen nicht wissen, dass ich letzte Generation bin. Sohnemann, ich entführe dich kurz. Ah ja, verstehe. So wird es gewesen sein. Ja, das war, soweit ich weiß, ein Türke, der sein Kind nach in die Türkei quasi retten wollte, weil er das Sorgerecht nicht bekommt. Das weil denken er die auch, dass er jetzt hinfährt und die ihn einfach mitnehmen. Naja, ich will auch auf die Tragefläche setzen, ist alles gut, ich will einfach nur nach... Nee, er wollte ja mit dem wahrscheinlich ein Flugzeug erpressen, sozusagen, und dann halt da schön selber hinfliegen, GTA-Style. Ach, cool. Ja. Wurde durch Diplomatie und Diskussionen und Verhandlungen gelöst, finde ich sehr schön. In Amerika wären schon 20 Schrotflinten abgefeuert worden in der Zeit. Ja, ist so. Aber hat halt wirklich den Hamburger Flughafen komplett lahmgelegt. Auch über, weiß ich nicht, 12, 14 Stunden irgendwie sowas, die ganze Nacht über. Und genau, da saßen auch Menschen schon im Flugzeug, so, die losfliegen wollten, die wieder aussteigen mussten und die mussten danach übernachten und so. Also ich hoffe, die waren gezwungen, da drin zu sitzen, in diesen kleinen, zusammengefärbten Sesseln so irgendwie 14 Stunden sitzen, weil draußen ist jemand, der hatte ja, glaube ich, irgendeine Form von Waffe, ich weiß gerade gar nicht was. Ob das wirklich eine Pistole war oder einfach nur ein Messer oder weiß ich nicht. Aber witzig, hat er toll gemacht, also Gratulation. Ich weiß gar nicht, was jetzt verhandelt worden ist, aber irgendwie auch dann zufrieden und ist nach Hause gefahren. Ja, oder so. Thema mit ohne Kind. Ah, okay, dann halt nicht. Na, dann gehen wir alle heim. Versuch was wert. Ja. GTA habe ich angesprochen. GTA ja, 6 Trailer wird Anfang Dezember rauskommen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe nur gelesen, ein neuer GTA-Teil kommt raus. Da kann es auch irgendwie sowas sein wie GTA hier, The Ballad of Straight Mario oder so. Nee, Tino, Also da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das offizielle Rockstar-Statement von GTA... Aber die haben nicht geschrieben, GTA 6, nur ein neuer Teil kommt raus. Und es gibt ja auch noch Nebenteile. Ja, aber wir haben ja schon die Leaks gesehen. Jetzt mach mich hier nicht mehr schucke. Jetzt gehe ich hier ganz schnell mal auf Rockstar. Waren die Leaks nicht irgendwie alle gefaked damals, die rauskamen? Nee. Das war schon... Das ist unfakebar gewesen. Also, es war so eine Fülle an Sachen, das kann nicht gefaked gewesen sein. Also. Hier, we are very excited to let you know that in early December we'll release the first trailer for the next GTA. Ja.
Next GTA. Thank you. Ach, Sam Hauser sagt das sogar. Das ist ja schön. Ich dachte, der macht da schon gar nicht mehr mit. Sind die Hausers nicht rausgegangen? Nee. Leslie oder wie er heißt? Ben Leslie Nielsen? Leslie Nielsen, genau. Leslie Nielsen und Dan Hauser sind gegangen. Ich glaube, das ist sowas. Leslie Nielsen war ein Schauspieler übrigens. Ja, ich. Ben Leslie ist, der heißt irgendwie anders. Ich weiß, wer der fucking Leslie Nielsen ist. Hallo? Der hat aus seinem Finger gepisst in dem einen Film. Das weiß ich nicht. Gut, GTA 6, freuen wir uns da drauf. Ich freue mich drauf. Ich habe GTA 5, also ich will es mir auch jetzt wieder ausleihen von meinem Bruder, weil ich jetzt im Winter wieder viel zocken werde. Und es war schon wie eine zweite Heimat, muss ich sagen. Ich will da nicht leben, aber ich finde es cool, herumzufahren und so und online zu spielen. Das war schon cool. Ich bin GTA-Fan, muss man sagen. Bei allen Kontroversen und so, aber ich glaube, dass die prinzipiell auch ganz gute Werte vermitteln können. Also es ist ja durchaus auch mit irgendwie Diversität und so. Also es gibt ein paar Sachen, die mir das etwas madig machen, wie zum Beispiel, dass Leute schon gegangen sind, die wichtige Persönlichkeiten in vergangenen Spielen waren. Ja. Mhm. Also Dan Hauser auf jeden Fall, Leslie Benzies oder so. Ich komme auf den fucking Namen nicht. Die sind halt raus. Und das Gleiche gilt halt über, also das Online-Ding von GTA 5 hat mir auch ein bisschen madig gemacht, weil das so ultra monetarisiert wurde mit den Char-Cards und so und jeden Cent rauspressen. Aber das ist hoffentlich nicht im Basic-Game drin, also sogar, dass man es umgehen kann. Und das Dritte ist, dass sie gesagt haben, sie wollen weniger auf Minderheiten rumtreten. Finde ich gut. Finde ich schade. Das hat für mich GTA auch ein bisschen ausgemacht. Und auch den LSDAP übrigens auch. Ja. Nee, ich finde halt, also ich habe einfach etwas Sorge, dass quasi dieses ganze Verarschen des American Dreams jetzt vielleicht ein bisschen zurückgestellt wird. Und das ist schade. So. Ach, ich glaube, die werden einen anderen Weg finden, dass das so persiflieren. Also das werden ja, aber die Realität ist halt crazier als das, was in GTA gezeigt wurde teilweise. So. Mhm. Und weiß ich halt nicht, ne? Da kann ich übrigens für alle, die so Verschwörungsfans sind und so Amerika, kann ich die Staffel American Horror Story empfehlen, die vorletzte, glaube ich. Da habe ich jetzt gerade geschaut. Die nehmen da echt alles mit, was so Hollywood angeht und Mondlandung und sowas. Das ist echt mega witzig. Reptiloiden kann man sehr empfehlen. Ja. Wo du Amerika gerade nochmal ansprichst, da gab es eine Blue Wave, da gab es nämlich viele Hauswahlen und da sind überwiegend sehr, sehr viele Demokraten gewählt worden, was ja erstmal gut ist. Wenn man dann aber guckt, dass Trump gerade vor Gericht steht für tausende Sachen und gleichzeitig aber in den Swing States, die immer hin und her swingen zwischen Republikanern und Demokraten, er bei 5 von 6 von diesen Key States vor Biden liegt, obwohl er quasi mit einem Bein im Knast steht. Das ist einfach so insane. Naja, das aber Biden ist auch historisch schlecht einfach. Man muss auch sagen, dass die Umfragewerte aber auch dass die Wahlen nie wieder gespiegelt haben. Und man dachte, ist schon ein Indikator. Also das kann sich halt noch ändern. So. Da ist ja noch Zeit bis dahin, aber trotzdem. Im Zuge dessen habe ich hier so eine schöne Statistik, das Approval Rating von George W. Bush, das war da im Vergleich zu Biden. Also unten sieht man die Anzahl der Jahre, beziehungsweise halt auch auf Tage aufgeteilt. Mhm. Und dann wurden halt regelmäßig Umfragen gemacht. Und hier sieht man, was könnte da gewesen sein? 9-11. 9-11, da geht es halt übelst hoch auf 95% oder so, dass sie alle ihren Präsidenten super finden. Und dann geht es halt in den folgenden 7 Jahren ganz drastisch nach unten und endet dann bei so 10-15%. Das ist wenig. Richtig groß. Und Biden ist auch am Abkacken so ein bisschen, ne? Ja, Biden ist aber nie über 40% gewesen, glaube ich. Ganz am Anfang mal. Naja, gut, das auf jeden Fall in Amerika. In Deutschland geht es ja auch lustig zu. Die SPD schlägt eine Reichensteuer vor und will sich dafür einsetzen. Warte, das hatte so eine komische Formulierung, irgendwie Krisenabgabe. Ja, wird Zeit, dass es sowas gibt. Das ist interessant, weil die Krise wird halt nicht einfach abebben. Die Krise, wir gehen kontinuierlich weiter in die Krise rein, wenn die Polkappen weiter schmelzen und Blue Ocean Event ist. Großartig. Also bleibt das dann hoffentlich so, wenn es überhaupt durchgesetzt wird. Ne? Das ist ja eine sehr linke Forderung auch, ne? Was ja die Linke schon immer gefordert hatte und so auch die Grünen zum Teil. Und die SPD hat sich ja damals abgespalten, ne? Wo dann die Linken gegangen sind und die Gemäßigten sind da geblieben. Und dass die jetzt auch mal auf den Trichter gekommen sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass die SPD auch gerade rechte Themen sehr aufgreift, ne? Dieses Abschiebeding und so. Also gerade da haben wir wieder das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, dass dieses Rechts-Links vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert. Naja, es ist ja eh nur ein Du kannst es halt Modell. Nicht so einklassieren, wenn du sagst, ja, die Partei hat das und die Partei hat das und dann haben die aber bei anderen Sachen komplett konträre Meinungen. Mhm.
dann kannst du die halt nicht mehr in dieses Rechts-Links-Schema reinschieben. Man kann schon gewisse Dinge zuordnen, ne? Also gerade so Migrationsbegrenzung ist schon eher ein rechtes Thema und so und Rechensteuer ist eher ein linkes Thema. Aber klar, die Parteien, die mischen sich jetzt ein bisschen mehr und sind nicht mehr so einfach zuzuordnen. Ja. Aber die Themen sind schon ungefähr politikwissenschaftlich einordnenbar und ich hoffe, dass das funktioniert mit der Rechensteuer. Das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Mhm. Jeder über 250.000 Euro Einkommen pro Jahr soll dann in Zukunft eine temporäre Krisenabgabe zahlen. Ich weiß nicht, was jetzt diese temporäre Krise ist, in der wir sind. Also welche von den vielen? Wahrscheinlich, dass Russland uns kein billiges Brennstoff mehr gibt. Kann ich dir einen Song von Farin Urlaub empfehlen? Welche Krise? Ja, genau. Aber reden wir doch mal ganz kurz noch über Immigration, Tino. Über Migration? Ja. In Essen gab es eine Demonstration von vielen Leuten, die auch teilweise die Flaggen von, ich habe dazu so eine Landsendung tatsächlich nebenher laufen lassen. Oh, so ein, der Typ, der da gesprochen hat, der hat fast eine Lanze an den Aussprechen. Also es war 30 Minuten und der hat 20 Minuten davon geredet. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Moslem, der in Deutschland wohnt, der, was weiß ich, Doktor sonst was, Doktor Sommer ist und sich da auskennt und der hat gesagt, die haben da auch teilweise halt so Flaggen von irgendwelchen extremistischen Sachen geschwungen und so. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass die da geschlechtergetrennt rumgelaufen sind. Und okay, das Kalifat fordern. Mhm. Also, wie findest du das? Ist nicht gut. Soll man eher dagegen wirken. Also hingehen und sagen, Moschpit! Und dann vermischt sich das wieder, diese, das ist ein Beispiel, diese Männlein-Weiblein-Trennung. Vielleicht zögerst du ja auch so ein paar Metal-Fans darunter und dann machen die einfach Moschpit und dann mischen die sich und merken dann, ach, so viel geiler. Mhm. Ich raff das ja auch alles nicht. Also ich habe ja erst vor ein, zwei Wochen mit einem Muslim mich ausführlich unterhalten über den Islam und so. Und er meinte eben auch, dass ganz viel, was gerade diese radikalen Fundamentalisten so hier, Hamas und ISIS und so, was die so alles fordern, das ist überhaupt nicht islamisch. Also gerade dieses Aufzwingen von irgendwas, das widerspricht dem Glauben eigentlich mehr. Sondern es geht eher darum, dass man natürlich irgendwie, dass man Leute auch das erklärt und erzählt, aber das Missionieren und vor allem dieses Töten und Fordern, das gibt's im Islam, hat er mir jetzt dazu erzählt, eigentlich nicht. Ne, klar gibt's auch irgendwie blutrünstige Geschichten, wie in der Bibel auch. Ja, und das sagt der Typ nämlich auch in der Sendung, ja, dass der Koran ein, ich weiß nicht, wie er es formuliert, ein buntes Sammelsurium ist, wo sich jeder rausnehmen kann, was er will. Also das kann es ja bei der Bibel genauso sagen. Und da kommen halt die paar Idioten und lesen, ah, guck mal, da steht irgendwie, die B7 wird bebaut, das heißt, ich muss Juden töten. Genau, so, ja. Weißt du? Ja. Naja, aber es ist wohl prinzipiell schon so im Islam, dass es heißt, wenn du jemanden tötest, ist es so, als wenn du die ganze Menschheit töten würdest. Wenn du jemanden rettest, rettest du die ganze Menschheit. Also das Töten eigentlich ein Unding. Nur Gott, oder ich weiß nicht, wie es bei denen heißt, aber auch Gott, nur der darf richten, aber Menschen halt nicht. Hm. Das ist halt das ist der große Widerspruch. Und deswegen ist es, glaube ich, ist ja ein sehr tiefgreifendes Problem, was man aber auch mit Abschiebungen nicht lösen kann. Also ich glaube, ich verstehe die Menschen, die sagen, dass Personen, die halt das Kalifat fordern und so und auch sehr radikal sind, dass sie hier weg sollen, kann ich nachvollziehen, aber es kann nicht die einzige Lösung bleiben. Ja, ich glaube, das ist, also das Grundproblem ist, warum auch die AfD so viel Zuwachs hat, ist, und ich glaube, dass deswegen auch gerade dieses Thema aufgegriffen wird, dass man, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann, ohne jemanden auf den Schlips zu treten. Du kannst ja recht haben, ja, mit, Abschieben an sich finde ich erstmal blöd, aber ich glaube, das Hauptproblem war auch, dass das so ein bisschen totgeschwiegen wurde. So, dass halt schon Leute hierher gekommen sind, die eine gewisse Meinung haben oder auch extremistische Meinung haben, die halt nicht so nett ist, sag ich mal. Und wenn man quasi nur dieses Wir schaffen das dagegen hält, dann wird das so unter den Teppich gekehrt. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele auch ein Problem gewesen. Es muss ja nicht gleich heißen, alle, die hierher kommen, irgendwie nicht mit uns kompatibel sind, denen hacken wir die Hände ab. Mhm. Aber zu sagen, nee, das ist alles astrein, so, das ist, glaube ich, für viele das Problem gewesen, das Kernproblem. Und das ändert sich halt gerade in den letzten 2-3 Monaten. Oder vielleicht ist es so 1,5 Monate seit wirklich Israel. Das ist halt wirklich witzig. Sobald Deutschland irgendwas Richtung Juden geht,
da gehen alle Alarmglocken an und da geht dann auch das zu weit, wenn irgendwie, wenn jetzt Dormoslem was gegen Juden sagt, dann heißt es auf einmal importierter Antisemitus. Antisemitus, Alter, holy shit. Man muss ja auch nochmal differenzieren. Ne? Dieses, also was Antisemitismus angeht, es ist immer noch so, das sagt der Verfassungsschutz und so weiter, dass antisemitische Vorfälle vor allem von rechts kommen, von Deutschen. Nicht nur, und ich weiß, dass sie auch bei ihren Aufzeichnungen Probleme haben, das auseinanderzuklamüsern, aber trotzdem sagt die Statistik eindeutig, dass Antisemitismus vor allem von rechts kommt und dass der zugewanderte Antisemitismus nicht das größte Problem ist, aber es ist ein Problem, das sehe ich ja auch ein, ne? Dass man Antisemitismus auf jeden Fall bekämpfen muss, sowohl bei den deutschen Leuten als auch bei Menschen, die halt hierher kommen, das ist ja erstmal völlig klar. Ja. Aber die größte Gefahr kommt trotzdem von rechts, so, Punkt. Und was diese Wir-schaffen-das-Mentalität angeht, Merkel hat ja damit nie gesagt, wir schaffen das auch, die Antisemiten hier unterzubekommen, sondern es ging einfach nur darum, erstmal den Leuten. Ja, aber das wurde da trotzdem ausgeklammert. Und das ist ja auch nicht meine Meinung, die ich jetzt gerade wiedergebe, sondern ich versuche das. Ja, klar, also es ging erstmal darum, Menschen zu helfen, die schutzbedürftig sind, ne? Ja. Da guckt man erstmal nicht hin, wer ist es, sondern man guckt erstmal hin, wo kommen die her? Okay, aus Syrien und so, da ist gerade Krieg, wir helfen denen. Schritt zwei ist dann, zu gucken, wie integrieren wir die Menschen in die Gesellschaft und so, wie fangen wir die auf? Und da gab es halt Probleme, weil die Sozialarbeit wird halt unfassbar viel gekürzt, ne? Alles wird sich verlassen auf Ehrenamt und so und das schaffen wir irgendwie in dem Punkt. Aber da wird sich viel zu sehr auf das Ehrenamt verlassen, auf die soziale Arbeit, die aber zu wenig finanziert wird. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Da gab es eben AfD und CDU und so und teilweise auch FDP, die halt trotzdem die Migrationskurse teilweise gestrichen haben und Sprachkurse und so. Und sie sich dann gewundert haben, dass die Menschen, die herkommen, nicht integriert sind. Dabei brauchen wir noch mehr Integrationskurse, brauchen mehr Geld, irgendwie die Menschen irgendwie hier abzuholen und hier zu behalten. Oder bringen nur pure Abschiebungen nichts. Wir können nicht sagen, wir bringen die jetzt ja hierher, messen die an ihren jetzigen Meinungen und gucken dann, wer hier bleiben darf und wer nicht. Du musst den Leuten ja auch die Chance geben, sich zu integrieren und die deutschen Werte zu vermitteln, anzuerkennen. Was halt auch ein großes Problem ist, wofür keiner dann, also kann schon jemand was, aber keiner der Geflüchteten kann da was dafür, dass Leute, die aus dem Kriegsgebiet kommen, halt auch einfach, die haben halt einfach einen Knacks weg in der Regel. So, das ist halt super krass. Genauso ist es halt jetzt auch super scheiße, weil alles, was gerade in Schisrael und Gaza passiert, das brütet ja nur neuen Terrorismus quasi, wenn deine Eltern weggesprengt werden und deine ganze Familie und du wächst dann auf ohne. Und das ist ja ein ewiger Kreislauf so. Und das ist halt auch einfach ein bisschen bitter so, dass die Leute, die da so krass gelitten haben, natürlich nicht alle, ne, bla bla bla, wissen wir alle, aber dass da natürlich auch Potenzial ist, dass die irgendwie intrinsisch eine gewisse Aggression haben oder halt irgendwie Flashbacks kriegen und halt psychische Probleme so. Und das muss halt wirklich irgendwie aufgefangen werden. Und wir kriegen ja so schon hier Probleme mit Leuten, die sich wegen Depressionen oder so behandeln lassen wollen, weil ewige Wartelisten ist einfach viel zu wenig. Oder Zahnarzt ist ja auch ein Riesending. Zahnarzt, ja, ja. Naja, kommen wir von diesen schweren Themen weg und sagen zumindest nochmal, guck mal hier, der Ron DeSantis, der Runner-Up aus Florida, der Governor, der auch gerne Präsident werden will, der trägt High Heels, weil der sehr insecure ist, was seine Körpergröße angeht. Das ist witzig. Ist das ein echtes Bild? Das ist ein Mock-Up, das hat hier jemand so reingemalt. Ne? Ah, okay. Aber man sieht halt, dass vorne in den Schuhen nichts drin ist, weil die so locker nach oben gehen. Und der ist halt eigentlich gar nicht so groß und trägt halt so Cowboy-Stiefel. In einem sozialen Setting auch irgendwie komisch, weil die sind ja eigentlich so Outdoor und ja, so Nutzschuhe. Und dann bist du in einer Talkshow mit Cowboy-Stiefeln. Das ist einfach ein bisschen komisch. Das ist awkward. Und die haben halt so Sohlen drin oder so Hacken hinten, dass das richtig schön hochgeht. Und Omegle. Das ist so eine Videoplattform, ne? So eine, wo man so ein Videocam, Chat-Roulette-Ding, ne? Genau, ja. Ist jetzt geshutdownt worden. Gibt's nicht mehr. Wegen zu vielen Pimmeln. Wahrscheinlich. Ja, ist ja eh echt kritisch gewesen. Ne? Da waren die ganze Zeit irgendwelche Leute, die sich eingeknödelt haben. Und dann sind da die ganze Zeit auch Kinder bestimmt mal draufgegangen, um so Mutprobe zu machen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe im Zuge dessen auf Reddit eine witzige Sache gelesen. Also es ist nur so ein Typ, der berichtet, was er auf dieser Website erlebt hat. Und da hat jemand, er skippt so durch und dann kommt ein Bild von so einem Hello Kitty Gesicht. Ja? Und er versteht es nicht und guckt so ganz lange hin
Und nach 1-2 Minuten merkt er erst, dass die Nase von Hello Kitty eine Eichel ist. Und dahinter jemand steht, nackt. Witzig. Ist richtig gut. Ja. Ich habe auch mal Chatroulette recht häufig gemacht. So mit, weiß nicht, 18 oder so. Und das, oder weiß nicht, war ich schon etwas älter, vielleicht 20. Das war schon witzig, aber du musst halt ständig skippen. Pimmel, Pimmel, Pimmel. Ach, das ist eine nette Person. Ah, skipp weiter. Das heißt, Pimmel, Pimmel, Pimmel. Witzig. Also du musst ein bisschen suchen, bis du jemanden findest, wo es Spaß macht. Ja, ich wollte jetzt final nochmal gucken, was vielleicht auf Reddit der Top-Post der Woche war. Ansonsten bin ich auch erstmal durch. Ich würde ganz kurz ansprechen, und zwar Australien, Quatsch, nicht Australien, der Inselstaat Tuvalu droht zu versinken aufgrund der Klimakrise, weil der Meeresspiegel steigt. Ja. Und jetzt gibt es wohl ein Klima-Asylabkommen mit Australien, dass die Menschen quasi nach Australien kommen dürfen, wenn es halt wirklich brenzlig wird. Und es betrifft wohl 11.000 Menschen, die von dieser Insel halt nach Australien kommen dürfen. Aber wie sagt man so schön, wo eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere Tür. Nämlich, in Japan ist dafür eine Insel entstanden, eine ganz neue. Ja, stimmt. Nämlich durch einen Vulkanausbruch ist eine, weil ich in den Durchmesser Vulkan von geschrien habe, genau 100 Meter Durchmesser Insel entstanden. Und da können die ja vielleicht auch ausgesiedelt werden, die Leute. Wer weiß, können sich jetzt eine neue Insel suchen. Stimmt, wer kauft das jetzt als erstes? Aber von wem kaufen? Also wer besitzt denn das? Japan? Ja. Das ist eigentlich eine witzige Vorstellung, oder? Dass da einfach Land entstanden ist. Das ist komisch irgendwie. Also, ja. Oh, wir haben da jetzt eine neue Insel. Boah, was machen wir da jetzt? Wem gehört denn das jetzt? Das ist irgendwie ganz komisch. Ist ja auch nicht viel. Also 100 Meter Durchmesser, das ist ja nichts. Ja, aber also als Einzelperson eine Insel zu haben mit 100 Meter Durchmesser, ist schon. Ach so, das stimmt. Aber wahrscheinlich ist da einfach nur Geröll jetzt, oder? Da ist doch nichts Grünes. Man muss ja auch gucken, dass er nicht nochmal ausbrechen kann, der Vulkan, ne? Ja. Ist auch noch eine Frage. Dann noch, die Schauspielstreiks und Autorenstreiks sind beendet worden. Nach sehr, sehr langer Zeit. Deswegen wurde jetzt auch John Cena wieder aus WWE rausgestrichen. Der war jetzt aktiv bei Wrestling wieder mit dabei, während der AutorInnen-Streiks, und hat jetzt noch ein großes Match verloren am Wochenende und hat gesagt irgendwie, ich pack's nicht mehr, ich verliere viel zu häufig. Ja. Aber in den letzten 6 Jahren kommen noch mit Matches gewonnen und hat jetzt irgendwie gesagt, ich retire so langsam, und das war jetzt der Abschied. Jetzt geht er wieder zu Hollywood. Ja, die interessanteste Sache dazu ist, dass Deadpool jetzt endlich weitermachen kann, denn, warum auch immer, während des Streiks durfte Ryan Reynolds nicht improvisieren. Weil der ja bei diesem Deadpool, kennst du ja, genau, sehr oft auch improvisiert. Mhm. Und das durfte er einfach nicht. Weil die mussten halt nur Festgeschriebenes verwenden in der Zeit des Streiks. Verstehe ich. Jetzt kann ich weitergehen. Warum. Weil halt die Writer also wichtig sind, weißt du? Und wenn die das quasi ohne Skript machen, dann untergräbt das deren Autorität oder so. Ich weiß nicht mehr. Ja. Aber es ist grundsätzlich gut, und so wie ich es mitbekommen habe, haben sich auch alle über die Einigung gefreut. Also alle sind zufrieden. Es ist jetzt nicht so, ja, scheiße, es geht nicht weiter, wir machen jetzt irgendeine Scheiße, sondern es ist wirklich gut geeinigt. Ein guter Kompromiss quasi. Ja. Das freut mich doch. Auch Stranger Things geht dann jetzt auch weiter, weil es auch auf Eis stand. Freut mich doch. Ja. Was mich auch freut, ist, dass jetzt Ohio für die Abtreibung gestimmt hat. Also für das Recht auf Abtreibung, also Schwangerschaftsabbruch. Wurde per Referendum bestimmt. Ja, mehr tote Kinder. Woo! Genau. Ja, das ist so, was ich jetzt so an News hätte ungefähr. Ja. Noch ein paar noch so Downlifting-Sachen, die ich jetzt nicht aufzählen will. Deswegen mache ich jetzt einfach Schluss. Okay, wir sind auch durch. Ich möchte bitte in die Playlist, bevor wir eine Wertung geben. Modern Girl von The Bleachers. Absolutes Brett, hat so Anleihen von 80er Jahre Rockmusik und ist super happy machend. Das ist einfach so uplifting. Modern Girls von The Bleachers. Ja. Reinhören, Leute, reinhören. Ist ein Monat erst alt, das. Ach, ein neuer Song. Okay, ich will mal kurz gucken, KünstlerInnen anzeigen. Aber sie sind schon recht groß, ne? Die sind also schon groß, ja. Also Rollercoaster von denen fand ich auch ganz cool immer, aber ich kann sonst nicht so viel von denen, und das wurde mir jetzt empfohlen von der netten Lucy. Vielen Dank. Und habe ich rauf und runter gehört. Da höre ich mal rein. Für unsere 36 Likes, die wir da drauf haben, das ist ja schon mal eine Menge. Ich tue den Song drauf, einen ganz besonderen Song von einer besonderen Band, Flying Colors von Elijah. Mhm. Kennst du Elijah? Nee. Elijah Wood? Shame on you. Das war gerade ein gutes Wortspiel, und du bist ein Asi. Elijah, ich kenne Elijah. Aber die heißen anders, also Alicia quasi. Ja. Das, ach so, guck mal, wieder diese Schreibmusik. Guck mal hier, Schreibmusik. Ja, kennst du nicht den Paprika der Hand hält auf dem Foto? Ja, kenne ich. Und zwar der gute Franz, ne, der Permanence Frontmann, und
Kameramann von Nosterafu TV für lange Zeit. Leute, jetzt müsst ihr wieder angeschrien werden. Genau. Weißt du, ich habe hier so einen Uplifting-Song und dann werdet ihr nur noch angeschrien. Der hat eine neue Band quasi, ein neues Bandprojekt, auch ein neues Musikvideo, richtig gut geworden. Dann beim nächsten, was rauskommt, habe ich auch mit assistiert und hat so ein bisschen Co-Regie gemacht. Flying Colors von Alaysia, kann man sich anhören, ist Schreimusik, aber eine Mischung. Es ist eine Mischung, also so mit clean Gesang und Schreien. Also es klingt echt cool. Hört mal rein, Alaysia, Flying Colors. Was geben wir der Woche, Tino? Naja. Eine 8 hat Herodes schon beschlossen. Echt, ja? Also wenn wir ihm eine Freude machen wollen, weil vorhin habe ich ja schon wieder den Kapitalismus kritisiert. Er hat geschrieben, also unter anderem auch, weil die SPD... Ach, guck mal, das haben wir hier. Alter, was ist die Woche los? Wird eine 8 Minimum. SPD schlägt temporäre Reichensteuer vor und will Schuldenbremse lockern. Oh, und Hans Meiser ist ein Funfact. Stimmt, Hans Meiser ist gestorben. Stimmt, der gute Moderator... Erst galt er als cool. Weil, erst hat er gelebt und dann nicht mehr. Genau. Der war bei Jan Böhmermann auch in der Sendung und war erstmal cool, bis er anfing, Verschwörungstheorien zu verbreiten, also Hans Meiser. Hm. Und ist dann eher abgerutscht, der ehemalige RTL-Moderator. Hans Meise, möchtest du sagen. Richtig. Ich gehe mit bei der 8, von mir aus auch 8,5, nicht wegen SPD-Reichensteuer, ist mir doch egal. wir essen die Reichen, die müssen dann nicht mehr besteuert werden. Stimmt. Nein, GTA 6. Okay. Das ist wirklich so ein Ding. Also vielleicht. GTA ist halt einfach das größte Mediending aller Zeiten. So. Und GTA Vice City 2 ist auch okay. Oder so, weiß ich, GTA Weimar oder so, weißt du? Gerne. Kann ja sein. Und deswegen dann müssen 8 wir auf gerne, die 8, oder 8, 8, 8, 5. 8 für dich, 8,5. Okay. Gut, schön, freut mich. Dann war's das, wir sind durch. Leute, wascht euch. Wascht euch richtig gründlich. Genießt eure 20er, die gehen schnell vorbei. Ich war jetzt erstmal Frühstück, das genieße ich. Ich mache jetzt Mittagessen zu Hause und habe noch Vorbereitungen zu machen. Morgens Event. Die Band abgesprungen tatsächlich, die eine Band, weil... Ja, fuck off, wir brauchen keine Band. Aus Krankheitsgründen. Eine spielt... Ganz ehrlich, und ich auf einer Party ist Band schlechter als Musik abspielen. Okay. Sage ich, wie es ist. Weil Band ist, immer Special, Band ist immer Special Interest. Mhm. Es wird nie eine Band geben, die alle feiern. Doch, an dem Tag schon. Mhm. Ich kann dir offscreen sagen oder auf Mikrofon sagen, wer es ist. Du wirst sagen, dass alle werden die Band. Ich ahne, wer es ist, so. Ja. Aber selbst die Ärzte, Tino. Selbst bei die Ärzte sind dann nicht alle am Start. So. Ach, mal sehen. Aber bei einem Dancefloor, wo einfach abwechslungsreiche Musik läuft, das ist einfach... Gibt's ja auch. Also das ist ja auch ein ganz anderes Setting, was man hat. So, wenn man auf ein Festival geht, dann will man ja Live-Musik. Hm. Aber wenn man auf eine Party geht, da ist Live-Musik manchmal störend. Ich sag's, wie es ist. Das kann schon sein. Also ich habe eine Mischung gemacht. Es wird eine Hybridveranstaltung. Es wird Karaoke geben. Hm. Ein Kicker wird es, also hier, wer ist das nicht Kicker, doch auch, Billardtisch und eben auch Musik zum Dancen und Live-Musik. Ja. Also alles wird dabei sein und ein schönes Mitbringbuffet, wird toll werden. Ihr seid nicht eingeladen, liebe Leute, aber ich berichte nächste Woche. Ich mache Pisse-Toast. In vegan vielleicht. Ja. Da freue ich mich. Gut, ich sorge für das gute Catering. Endlich jemand, ne? Gut, jetzt wascht euch aber endlich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hab Hunger. Tschüss. Endlich.